Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us und dem Beagle. Wir folgen Marlene, die hat unsere Waffen, die Firefly-Tante. Mal sehen, was sie von uns möchte. Wir sollen hier echt dringend weg. Ach, das habe ich ja selbst. Ey, sorry, aber wenn da was rumliegt, ja, seht ihr mal an. Habe ich alles jetzt genommen? I don't know. Aber wir sollten gehen, bevor hier wirklich die Bullen auftauchen oder was auch immer sie jetzt sind. Hier durch. Okay, Marlene. Ich weiß einen Ausweg. Ach. Kommt. Dann machen wir hin, Marlene. Nein. Falsch. Geht trotzdem. Eine Leiter. Okay, sorry Tess, aber schon nicht tragisch, dass du erst nach mir gehst. So, über die Dächer. Ach, guckt euch an, das sieht so schön aus. Ach, das Gebäude ist da hinten. Wo denn? Da denn? Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Oh, junge Dame, benehmen Sie sich mal, wenn Sie was von uns wollen. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber Sie brauchen Schuldige. Aha. Sie wollten uns provozieren. Irgendwie. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Sind die Fireflies so doof oder tun die nur so? I don't know. Ich habe keine Ahnung, was habe ich denn? Nochmal. Okay. Wie kann ich denn? Joel, hilf mir doch mal. Halt die. Psst, sorry. Nein, ich wollte damit jetzt nichts auslösen oder so. Wenn es hier Teile gibt, Marlene, sind die wichtiger als du. Ist einfach so. Aber jetzt kann ich dir helfen. Dass sie mit ihrer Bauchwunde überhaupt rumrennen kann. Das habe ich ja bei Lara auch schon kritisiert, ey. Haben heftige Bauchverletzungen, aber. Bin interessiert. Hey, ist das noch durch? Es geht. Als ich Blinddarmschmerzen hatte. Okay, damit bin ich rumgelaufen. Vergesst es. Nein, ohne Witz. Also meine Blinddarmschmerzen waren so atypisch, dass ich es wirklich nicht gescheckt habe. Ach, da bin ich hergekommen. Okay. Okay. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Tess ist hier unser Tipp schon. What? Okay, ist gut, Leute. Meine Bauchschmerzen für Blinddarm waren so atypisch, dass ich nicht gecheckt habe, dass es Blinddarm ist. Das fing nachts an und in der Tat hatte ich nachts dann auch einmal kurz auf der rechten Seite ist es, Schmerzen. Und dann ist das Ganze einfach zu heftigen Bauchschmerzen mutiert. Und ich dachte halt, ich habe mir den Magen an etwas vertan. Ich meine, das ist eigentlich. Ja. Ist eigentlich auch die logischere ne, Sache. Bin damit auch noch einen ganzen Tag rumgelaufen, weil ich immer mal wieder so Krampfanfälle hatte, sag ich mal. Toll. Aber irgendwie. Es ist immer Tess, die so rennt, ne? Ich würde gerne wissen. Nein. 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 Kriege ich irgendwann das Crafting-System nochmal erklärt? Die sagen mir, ich kann das da. Ist okay. Steuerung. Wie funktioniert sie denn? Empfindlichkeit, Horizont. Das kann.
Ihr wollt sie mir nicht zeigen? Okay. Warte mal, Tutorials. Versteckspiel, Überleben. Ich krieg da nicht erklärt, wie man das Crafting-System benutzt. Interessant. Na gut. Vielleicht kommt das auch einfach noch und ich bin zu voreilig. Weil ich empfinde das Crafting-System ja eigentlich als relativ easy, wenn man die Tasten kennt. Leute, ihr macht so viel Lärm, ne? Ja, ja. Das ist immer Test, die so viel Lärm macht. Also... Er schläft. Ich schwöre, er schläft. Arches, Arching, Ching. Ja, wisst ihr es noch? Wisst ihr es noch? Ich weiß es noch. So, mal sehen. Was haben wir denn hier? Also der da kann uns 100% sehen, wenn wir den da ausschalten wollen. Was haben die denn da für Sachen an? Die sehen überhaupt nicht aus wie Soldaten, sondern mehr so... Wenn ich jetzt schnell genug bin... Dreh dich nicht um, dreh dich bitte nicht um, nicht umdrehen, nicht umdrehen! Bring ihn doch schneller um, Joel! Ich meine, spring ihn doch schneller zum Schlafen, Joel! Verdammt nochmal! Okay, komm schon, komm schon. Einer fehlt noch. Leute, so klingen Menschen, wenn sie einschlafen. Oh, ich bin so froh, wenn ich mit Ellie unterwegs bin. Auf. Das war jetzt. Au. Au. Unser erster Tod. Jetzt muss ich noch alles nochmal machen. Ups. Naja. Ja. Kann ich die Tipps ausstellen? Hm. Warte, das muss ich jetzt mal nachgucken. Boni. Ach, Boni da nicht. Options. Spiel. Fadenkreuz, Abzeichen, Einblendung, Nahkampf, Lauschmodus, Strategietipps, Spieltipps. Eigenartig. Ich hätte schwören können, dass man... Habe ich jetzt alles genommen? Nein, habe ich nicht. Hab nicht lang genug da drauf gedrückt, das passiert. Es sind so viele heute. Sind es gar nicht. Es sind eigentlich nicht so viele. Zuck. Und zuck. Diesmal machen wir es schlauer, aber der Lauschmodus war ja unterirdisch. Wer denn? Ah, wo kommt der denn her? Ich hab ihn doch am Kopf erwischt. So. Leute, wenn ihr denkt, das ist Skill, ist das Glück. Boah, das Glück. Oh Gott, die haben mir Leute erschossen und ich renne drüber. Weißt du was? Nein. Also, nee. Ah! Ah! Okay. Damit ziele ich. Okay. Oh Leute, das wird wieder ein bisschen witzig, sich an die Steuerung zu gewöhnen. Die ist halt so ein bisschen ähnlich wie Uncharted, aber halt auch komplett anders. Und das macht mich fertig. Oh, guck mal, wie schnell er auf einmal rennen kann. Cool. Stealth 2, wenn nämlich nicht. Yo, Mädels, ihr macht das. Ihr seid top. Top die Watte quilt. Top die Watte quilt. Die quilt. Die Quilt, die Quilt, die Quilt. Hm. Jetzt darf ich nicht mehr rein. Buh. Buh.
Hältst du weiter durch? Nein. Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Ja, Mann, nicht. Auf jeden Fall bin ich da mit meinem Blinddarm zurückgehalten, so meinen Tag rumgelaufen, war sogar bei Wir der Apotheke. Und die hat mir dann gesagt, ja gut, wenn es nicht besser wird, gehen Sie bitte zum Arzt. Ich wurde dann quasi gezwungen, einen Notarzt abends anzunehmen. Es war irgendwann um 23 Uhr, wo ich wieder eine heftige Welle an Schmerzen hatte. Da habe ich wirklich gefühlt Blut und Wasser geschwitzt. Und er hat nur einmal auf meinen Bauch getippt und meinte, bitte ins Krankenhaus. Und dann war ich dann halt im Krankenhaus und oh Gott, Leute, die haben mich zugeschwemmt mit Novalgien. Intravenös. Ey, ich war voll heil. Aber das war ihre einzige Chance. Also die mussten da so viel reinpumpen, dass sie mich anfassen konnten. Also den Bauch anfassen konnten. Oh, oh, oh. Vorsicht. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey, von hey, hey. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. No. Es ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Keine Diskussion. Für mich nicht. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Na, Ellie? Guckt sie euch an, ist sie nicht klein und niedlich? Ich finde sie klein und niedlich. Oh, ich habe Schüsse gehört, aber... Ja? Was war los? Nix. Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ja, ich bin der Boss. Ganz genau, Kleini. Kleiner, so. Leute, ich auch hier kein 100% Run. Ich sammle ein, was ich sehe und gut ist. Ja, ja, Ellie ist schon eine Schnuffige. Und wenn ich dann bedenke, was aus ihr geworden ist in, im zweiten Teil, uff, werdet ihr auch noch sehen, verspreche ich. Ich muss nur gucken, wie und wann ich es dann danach mache, weil es ist sehr lang. Oh Gott, The Last of Us 2 ist super lang. Ich glaube, ich muss hier runter. Hier runter. Los, mach ihn. Ja, guck mal, wo sie ist. Wir warten jetzt. Kleini! Girl! Not boy, girl! Kommst du? Sehr gut. Kleine Maus. Ich hab eine kleine Maus dabei. Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Oh, Ellie. Hab nur kurz Geduld. Wir schieben Mülltonnen rum. So einfach ist das, Ellie. Na, Joel? So, ich will jetzt wieder Imperfektion hinstellen. Ha! Oh.
Werde ich je erfahren, wie das Crafting-System geht? Ja oder nein? Was tippt ihr? Kommst du, kleine Maus? Schätzchen? Sie braucht ein bisschen. Das ist okay. Der Tunnel. Schmuggelt ihr Sachen durch? Nein. Ja. Auch Illegales? Nein. Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Vielleicht. Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Okay, Kleine. Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Na, ja, ja. Hier ist es. Mit dem Rucksack. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ja, na, dann los. In der Tat weckt Ellie wohl ein bisschen Erinnerung an seine Tochter. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Tja. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ich mag die Kleine so sehr. Oh, Tess! Danke! Danke, Mädels! Vielen Dank! Wie frech die sind! Ah. Okay. Könnt ihr euch mal entscheiden? Nein, ja, vielleicht. Das wird übrigens noch interessant, wenn man das unter Stress machen muss. Stress, Stress, Stress. Boah, ist das laut. Wer wartet am Treffpunkt auf uns? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Ach, Ellie. Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Tess hat hier voll Mitgefühl.
du lesen? Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. So, mit diesen Worten machen wir nämlich einen kleinen Cut hier rein. Wir haben Tess dabei, wir haben Ellie dabei. Oh, sorry, Ellie. Da lasst mir gerne einen Kommentar. Verratet mir, wie ihr Ellie findet. Ich mag sie. Ich mag sie sehr. Ach, Leute, Ellie ist ein Knuffiger und sie wird noch sehr nützlich werden. Nächstes Mal wollen wir mal schauen, dass wir zum Rathaus kommen. Es wird sehr spannend sein. Habt noch einen schönen Tag und haut rein.